Hallo. Hey, hallo. Ja, Hey, aus. wer ist Ja, da? entschuldigen Sie, wir hatten wahrscheinlich ein technisches Problem. Am Apparat ist Frau Hofmann von Arox Capital. Ja, guten Tag. Guten Tag. So, Sie haben Ihre Daten bei uns hinterlassen. Es geht um Handel mit automatisierten Software. Bitcoin, ja? Erinnern Sie sich? Ja, Ja, klasse. genau. So, klasse, ja, super. So, darf ich noch mal Ihr Alter überprüfen? Wie alt sind Sie bitte? Was möchten Sie überprüfen? Ihr Alter, Ach wie so, alt sind ich Sie? bin 39. Weil wir haben eine Grenze 39. Oh, leider geht es nicht, weil wir haben eine Grenze so zwischen 24 und 79. Hey, dann bin ich mit 39 doch genau drinnen. Ach, 39, super. Drei Okay, so das ist neun, Ihr drei Telefonnummer, wo neun. wir reichbar sind. Bitte? 39, ja. Ja, 39. 30 plus 9. Genau, super. Ja. Ah. Super, so. Verstehen Sie, worüber Ich habe geht es? So, wie Ich habe so läuft das? Wir können bisschen jetzt Ihr gelesen. Konto registrieren. Wir können Ich habe so ein bisschen jetzt gelesen bei Internet mit so Dogecoin, ausprobieren. Bitcoin, Ethereum und so, aber ich hab das nicht so ganz verstanden, wie das funktioniert, aber ich will ein bisschen Geld verdienen, weißt du? Ich habe bei Casino ein bisschen gewonnen, will ein bisschen investieren. Ah, super. So. Sie haben für sich einen vollautomatisierten Handelssoftware angemeldet Ja. und von uns einen Account Manager, der sich um Ihr Konto kümmert wird. So, jetzt können wir zusammen ein Registrieren machen. Sie können jetzt registrieren, so mindestens können Sie 250 reinmachen. Sie benutzen eine Karte wahrscheinlich. Visa, Master. Ja klar, habe ich. Bin viel im Ausland unterwegs. Super. So, Sie haben die ersten 7 Tage, Sie haben eine risikofreie Testversion Ihres Geldes. Habe ich was bitte? Die Leitung ist nicht so gut. Können Sie Ihr Telefon ein bisschen weiter weg vom Mund nehmen? Risikofreie Testversion Ihres Geldes. Testversion, Diese so ersten sieben Beta Tage. oder was? Cool. Ja. Super. So, beginnen wir jetzt? Klar, ich habe Zeit, ich habe Zeit. Ich mache nur Sie kurz haben meine E-Mail bekommen. Fernseher mal Super. aus. Ja, einen Moment bitte. Super. So, da bin ich wieder. Entschuldigung. Wollte ich nicht Talkshow Super. nennen, So. Herr Hörer. Was benutzen Sie? Tablet? Ja. Was benutzen Sie? Tablet, Computer, Laptop? für Arbeit, Computer. Super. Sie können jetzt Arox Capital googeln. Warte, muss ich bei Computer anmachen erst. Warte. Super, ich warte, kein Problem. Ist krass. Und wie, sag mir, wie viel kann man so verdienen, so Prozenten bei Investment? Sozusagen, das ist ein Handel, das sind Kryptowährungen, die arbeiten mit Algorithmen. Mit was bitte? Das ist online, mit Algorithmen. So, das Ritter? ist online. Und Sie bekommen Algorithmen. Und Sie bekommen einen Account Manager, der kümmert um Ihr Konto. So ein Betreuer Das oder ist der was? Beginn. Sie beginnen mit mir und danach? Nein, sicherlich nicht. Weil, wissen Sie was? Sie können das beginnend mit dieser 250 für Ja. 7 Tage haben, versuchen, und danach, wenn Ihnen das nicht gefällt, dann Sie können das Geld einfach zurückziehen, 250, in diese 7 Tagen. Ich wollte eigentlich ein bisschen mehr Und Sie verlieren investieren. Ich nicht. wollte richtig Geld machen. Aber geht nicht. Sie können auch mehr. Was ist denn gut, wenn wie viel, Warum geht nicht? wie viel Prozent Gewinn man kann machen bei Sie, bei Firma? Es hängt von dem Markt. Ja, so ungefähr. So, Sie Ich wollte brauchen den keine Markt, genaue Sie Zahl, nur arbeiten so mit Ihrem normal. Accountmanager. Ja, wir können zusammen mit einem Accountmanager
wie sie von uns bekommen, arbeiten und dann sie können sehen, ja, wie viel würden sie investieren, wie viel bekommen sie. So, aber erstmal müssen wir ihr Konto registrieren. Das ist Anfang. So, das ist sie gut. Können araxcapital.com schreiben. Ja, Moment, Google. Computer ist an. Okay. Mit unserer Gewinn können Sie einen Schnellcomputer kaufen, ja. Nochmal, was kann ich machen? So, jetzt schreiben Sie araxcapital.com. Ein Wort, ja? Ja. Araxcapital. Was heißt denn? Was heißt Arox? Ist das ein besonderes Wort oder ist einfach so? Einfach so. Okay. Hätte ja sein können, so wie USA, so United States of Arabien, dass das irgendwie so Bedeutung hat oder so. Nein. Hätte ja sein können. Okay, so. Recht haben Sie Deutsch, Sie können Deutsch werden aussehen oder Englisch, wie Sie möchten. Und Ihr Konto. Ah, gibt gar nicht auf Russisch. Ihr Konto schade. Und Entnahme. Wie bitte? Ich habe gesagt, gibt der Seite gar nicht auf Russisch. Leider nicht. Ah. Englisch, Deutsch, Französisch, Spanisch, Italienisch und Türkisch. Ah, ist okay. Nehmen wir Deutschland. Deutschland ist guter Land. Aber Deutschland. Ja, dann drucken Sie Entnahme. Was soll dann ich machen? Dann in der Sache ist mein Konto. Entenname? Mein Konto, drucken Sie mein Konto. Wo ist das? Ich sehe hier bei mein Konto. Stopp. Ich bin hier auf der Seite, Recht. da ist halt. Oben. Warte doch mal. Ich bin hier auf der Seite, da ist ein Mann mit einem Business-Suit. Da ist kein Konto, keine Anmeldung. Wo soll ich drücken? Ja, da steht so, links Aroxkapital, Handelskosten, Produkte, Werkzeuge, Überbildung. Und am Ende, so rechts, haben Sie mein Konto. Ah. Steht mein Konto. So Anmeldung, Blabberbox. Ja? Beim mein Konto drucken Sie mein Konto. Ja. Da steht jetzt Anmeldung. Und da steht Entnahme. Entnahme. Habe ich hier nicht stehen. Okay, drucken Sie Anmeldung. Ich habe Ihren Benutznummer und Kennwort geschickt. Per E-Mail. Ja, das ist super. Sie können diesen einfach nur kopieren. Ja, einen Moment, das gucke ich bei Handy, sonst verstehe ich das nicht. Ja. Bei welches E-Mail das Sie schicken? Welches E-Mail-Adress? Ich habe die Adresse, die hier steht. Noch einen kurzen Moment. Wo sind meine? Ja, okay. Eine Sekunde bitte. Ja, mein quadratischer Freund muss mir vielleicht gleich helfen mit den Daten. Nein, das ist nicht so. Ich habe hier generiert per E-Mail. Können Sie mir den E-Mail sagen? Sie haben Nierenschaden? Welche E-Mail benutzen Sie? Ich sehe hier .com nur. Das generiert sich, ich kann das nicht sehen, weil da sind. Ja, ich habe nur die Telefonnummer. Sind persönliche Infos. Das ist schlecht, weil ich habe so vieles E-Mail-Adress. Von Firma, von Company. Ein E-Mail für Facebook, für Gmail. Aha. Oh, so viele E-Mails, ja. So, eine Sekunde bitte. Ja, bitte. Ah, ich hab's gefunden. Entschuldigung. Hallo. Ah, super. Ja, ich hab's gefunden. Ja, mein Handy. Handy nur so langsam. Nee. Da habe ich den nicht gefunden. Aha. Okay, super. So, da können Sie Benutzername und Kennwort sehen. Das sind die Infos für Anmeldung.
Ja, sehr gut. So, ich habe angemeldet. Da steht dann, Ja. den innovativsten Art zu investieren und zu handeln. Super, jetzt finden Sie diese blaue Box mit meinem Konto. Wo denn? Steht hier, bei mir Das steht ist nicht mein die Konto. erste Page. Schreiben Sie einfach aroxcapital.com. Ja. Hier ist nur Seite mit Und diesem Mann. Hier steht nichts. mein Konto steht überhaupt nicht. Ach, da ist das. Das war bei eines Pfeil sich verstärken. Aha. Ich habe Ja, gefunden. und jetzt drücken Sie Entnahme. Super. Entnahme. Entnahme. Ja. Drücken Sie jetzt Entnahme. Okay, und jetzt können Sie hier die Felder füllen. So, Handelskonto. Betrag, Mindestbetrag ist 250. Da steht Geld abheben, aber ich habe doch gar keines Geld bei Sie. Was kann ich abheben oder was? Nein, beginnen jetzt mit Ihr Konto. So, das ist nur Anfang. Sie Ach haben Geld auf Ihrer so. Karte, ja? Ja, klar, gar kein Ja. Problem. Was sollen wir nehmen? 2000 oder was wollen wir machen? Für Dogecoin. Wie viel Sie möchten? Ja, klar. Mindestbetrag ist 2,50? 250. Wenn 250, das dann Chefkoch geben Sie 57. hört, kommt der Succubus wieder. Der wollte auch in etwa 3,50 haben. Ha. 250, So in etwa okay. 3,50. Und jetzt? Cool. Ja, weiter Jetzt bitte. können Sie Kreditkarte auflösen. Nochmal, was soll ich machen? Kreditkarte wählen, auswählen. Ja. Was für Kreditkarte haben Sie? Ein braune. Was für Kreditkarte haben Sie? Braun. Braun, was steht da? Visa, Master. Ach so, American Express. American Express. Ja. Leider geht es nicht. Haben Sie eine andere Ich Karte? habe eine Mastercard. Warum geht American Express Visa? nicht? Warum geht es nicht? Das ist die beste Karte, was es Master. gibt. Leider nicht. Ja, aber warum nicht? Ja, ich weiß, aber hier geht es nicht. Warum So, nicht? Visa, Master, ich weiß es nicht, aber es geht nicht. No, okay. Ist kein Problem. Soll ich da jetzt Mastercard Okay, Sie können jetzt ja, Kreditkarte, danach Ihre persönlichen Daten, die hier Also, gebracht sind. jetzt will ich da Mastercard reinschreiben und da steht, da dürfen nur Nummern sein. Ja. Und die Name der Benutzer, der Karte, der Besitzer. Von der Katze? Danach senden und danach senden, wenn Sie fertig sind. Gut, ich gesendet. Da steht, Ihr Abhebungsantrag wurde nicht eingereicht. Nicht genügend Geld steht, aber ich habe vieles Geld. Ja, Sie haben nicht genug Geld. Doch, ich Sie habe haben vieles Geld. 250 geschrieben, 200 Mark. Nicht 2000 reingeschrieben. Können Sie nochmal versuchen? Ja, klar, mache ich noch mal. Warte. Okay. Und nach einem Monat, wie viel wird aus 2000? Wie viel Geld nach einem Monat? Ein Moment, Entschuldigung. Okay. Ja, ich bin hier dabei. So, versuchen Sie es nochmal, bitte. Ja, ich habe gefragt, wie viel bei 2.000 € einen Monat später, wie viel Geld kommen? Es hängt von dem Markt ab. Ja, ungefähr, nur eine ungefähre Zahl. Wahrscheinlich doppelt. Doppelt nach einem Monat. Mindestens. Aber Mindestens. Kate sagt wieder nicht genug Geld. Nur für ein. Kate sagt nicht genug Geld. Ist Nicht nicht genug gut. Geld. Das ist nicht gut. Sind Sie sicher, dass Sie genug Geld an der Karte haben? Ja klar, ist Karte von Firma. Da ist voll viel Geld drauf.
Yes, aber das ist... ist und Sie sagen, das ist ein Master. Das ist Masterkatze, ja. Und jetzt sagst du, bei einem Monat doppelt so viel Geld? Mindestens. Guck, wir machen anders. Hast du PayPal? Nein, leider gibt's nicht. Nur mit Visa, Master und Skrill. Und was? Sie können es nochmal versuchen oder... Nur eine Sekunde, ich frage meinen Kollegen hier. Ja. Wie heißt denn der Kollege? Der war gar. Blöd, ich bin viel zu erkältet dafür, aber die haben das verdient. Hallo. Hallo. Hier bin ich wieder, ja. Finde ich gut. So, klicken Sie. Ich habe mir schon Sorgen gemacht. Klicken Sie auf mein Konto. Auf dein Konto? Okay, warte. Ja. Haben Sie keine Sorgen. Mein Konto, so ja. Zug auf mein Konto und dann noch und einzahlen. Ich soll den Fotzen heimzahlen? Okay, das machen wir. Aber wenn du, ja, jetzt, du sagst und jetzt, was sehen wir? Da steht Handelskontonummer, ist 132282, ist das mein Kontonummer? Ja, nein, das ist beim Anmelden. Jetzt drucken Sie mein Konto, diese blaue Box oben rechts. Hab ich. Und einzahlen. Hab ich gemacht. Fünfte. Beim Fonds einzahlen. Und was sehen Sie jetzt? Handelskonto, Betrag, Postleitzahl, Stadt und Adresse. Jetzt können Sie mit dem Zahlen beginnen. Cool. Also wenn du sagst, sie ist bei einem Monat doppelt, dann nehmen wir 10.000. Ich habe Bock zu zocken. Wollen wir machen? Kriege ich Bonus bei 10.000 Euro? Kriege ich Bonus? Hoffentlich. Wie hoffentlich? Fragst du deine Chef? Sagst du, die gebe ich 10.000 Euro, ob die Bonus geben? 10.000 Euro Bonus. Ha, was? Super. So, was sehen Sie jetzt heraus? Was sehen Sie jetzt heraus? Ich hab, wie weit sind Sie mit der Einzahlung? Ich habe gefragt, wenn ich 10.000 eingebe, kriege ich Bonus von Firma. Nein, aber Sie arbeiten jetzt für sich selber. Ja, aber ihr verdient warum da... von dem Firma Bonus? Das aber ihr verdient da doch auch Geld dran. Was kostet das eigentlich, wenn ich jetzt mitmache bei euch? Nimmst du Prozente, kostet es Mitgliedschaftsgebühren oder wie läuft das? Nur 5%. Mal was bitte? Aber Sie bekommen es. Nur 5%. 5%? Ja, das ist okay. Aber komm, musst du, wenn ich 10.000 bei Ihres Firma gebe, okay, dann muss ich Bonus kriegen, irgendwie so Kugelschreiber oder Handyhülle oder sowas. Ja, natürlich. Beim Kugelschreiber ist es kein Problem. Ja, ich möchte so Arox Capital T-Shirt. Ich möchte so Arox Capital T-Shirt haben. Gibt's das? Auch eine Tasche, sicherlich. Auch eine Tasche, sicherlich. Eine Tasche? Cool. Das ist richtig krass. Ja. Wo ist eure Firma? Seid ihr Berlin oder wo? In London. In London? Wo? Ich habe 6 Jahre gelebt bei London. Wo bei London bist du? Oh, super. So, wie weit sind wir mit dieser Einteilung? Ich habe gefragt, wo in London? Ist doch eine einfache Frage, oder? Sie können unsere Firma auf Google recherchieren und. Soll ich das machen? Und sehen, wo sind wir? Ah, Rox. Ja, natürlich. So, wie weit sind wir jetzt mit Bund einteilen? Warte mal kurz. Hallo? Soll ich jetzt auf Senden drücken? Was?
Sie sind wahrscheinlich auf der falschen Seite. So, gehen wir nochmal weiter. Machen Sie einfach so. Schreiben Sie nochmal aruxcapital.com. Ja, habe ich jetzt gerade gemacht. Ich bin jetzt gerade bei Trustpilot. So, Sie sind angemeldet und jetzt können Sie beim Fonds einzahlen drucken. Nochmal. Ah, okay. Mhm. Ja, warte, ich muss das kurz aufschreiben. Gut. Sprechen Sie auch Englisch? Ja, bitte was? Sprechen Sie auch Englisch? Nein, mag ich nicht. Das Sprache ist nicht schön. Nein? Ah, gut. Okay. So, ich habe Review geschrieben bei Dingens, bei Trustpilot, ja? Okay. So, beim Anzahlen bekommen Sie ein Bild, so da steht Handelskonto, Betrag, SIP, Postleitzahl, Stadt, Adresse und danach drücken Sie senden. Auf Senden? Okay. Beim Einzahlen. Ja. Ja, okay, auf Senden drücken. Sie haben alle Informationen. Da steht maximales Einzahlung 500 Euro, aber ich will doch richtig investieren. Da steht maximal 500 Euro? Ja. Stimmt nicht. Doch, da steht, soll ich Sie Bild schicken? Okay, möchten Sie erstmal mit 500 beginnen? Eigentlich nicht, ich will richtig zocken. Aha, so, mit mindestens 2,50. So in etwa 3,50, ja du Succubus. Okay, dann nehmen wir 500, ist auch okay. So, dann drücke ich senden, ja? Wenn Sie möchten, ja, kein Problem. Krass, du bist der Chef, ich mache, was du sagst. 500. Super. Okay, und jetzt beim Senden, was haben Sie bekommen? Na, da ist jetzt das Feld von das Kreditkarten. Mhm. Ja. Moment, ich frage bei meinem Chef. Ja, kann ich mit dem Chef mal reden? Ihr sprecht nur Englisch. Oh, egal. Gib mal her. Ja, okay. Ja, gib mal. Okay, einen Moment bitte. Der kommt gleich. Krass. Jetzt habe ich hier so personalisierte Karte. Das ist voll krass. Super. Jetzt fällt mein Chef, bitte. Das ist super. Dankeschön, Devoshka. Hallo. Hallo, Sir. How are you? I'm pretty good. How are you? Oh, I'm very good. Thank you so much for asking. You have very nice associate girl over there. She very nice, very helpful. Oh, thank you very much. Yeah. But we have we have a little bit problem. I want to invest big amount of money, but I only can pay 500 euro. Why is that? Mm-hmm. What does it say on your side? It says that I can only wire in 500 euro, but I wanted 2,000. But do you want to do wire or with a card? Because that's two different things. No, if you are doing wire, we need to send you bank details. I can't hear you. Do you have bad line over there? If you want to do like a wire transfer, that you need to go to the bank and we need to send you wire details. Oh yeah, please send me the wire details. That would be very helpful. Okay, we will do. Then Anna will send you an email with the wire details. Yeah, can you still have like a card? Can you do that right now? A card as well. Come again, please.
Okay. Give me a second. One moment. I need to message the finance department for them to give me wire details. One moment. Sure. Take your time, sir. I very much appreciate your service. Thank you very much. Thank you very much. It's so nice to problem. Meet you. No problem. It's my job. It's your job to be nice to people. That's so helpful. I'm just doing my job, yeah, you know, so... Yeah, so am I. That's very nice of you. What do you do for a living? Huh? What do you do for a living? I'm a carpenter. You're in a call center? No, carpenter. Like building the house. Oh, a car center. Carpenter, right. Oh, so you're like a car dealership. Exactly right. I see. Where are you from, my brother? I'm from Russia. That's good. You get originally, I'm from Hungary, but I'm living in Spain. In Spain? Most of the time, usually, but the lady said you were in London. Time, I'm in Spain. No, I'm living in Spain. At the moment, I'm here in London. Ah, temporary solution. I understand. I have a wife and kids in Spain. No, it's not like a temporary solution. I'm like on a business trip here, you know, because this is particularly like a new office, you know, so that's why I'm here for the time being. Are you the manager or are you the owner? No, I'm not the owner. Oh, unfortunately. Maybe one day. So did you send the bank details to my address? Still not. Give me one moment. I'm still waiting for them to be sent to me. Just one second. Stay on the line. Yeah, don't worry. Das wird gute Thumbnail. Blöd. Hello. Hello? Hey, what's up? Hello, I'm back. Okay, so we are waiting for the wire details, but the finance department also told me that you have two transactions that you didn't finish. You tried twice on the site. Right, it did not work. What happened? Do you have any error or? Yeah, it's showing some error. I'm not sure anymore. She said go to your account detail, go to wire transfer. Okay, so can you try again? So I have like a permission now to see what's happening. Ah, that's good. I can tell you what's happening. Okay, yeah, can you read it back? Huh? Come again? Yeah, you read it back, you know, what's the error and stuff like that. Yeah, the error is that I once again caught your scamming call center trying to rip off people's money. You're live on YouTube, Benchot. Excuse me? I said you are live on YouTube, where I just produced another piece of evidence that you are a scamming piece of shit company.
Where is that coming from? Where is what coming from? All that negative reviews on Trustpilot, that's me and my friends. Well, every company has negative reviews, so... No, but you're a scam artist company. I have several recordings where your associates try to steal people's money. Don't try to deny it now. It's obvious for everyone on the planet. Google your company name and look at the reviews. Ah. No, every company has the bad reviews, I understand. Yeah, that. But you deserve them. And you and your friends are faking the good reviews. We are like the chicken army. Do you be aware of the chicken army? We are coming to pick your eyes off. You and your friends are the chicken army. We're the chicken army. Do you understand? We also have goat army and otter army. And we will get every scammer on the internet. And you will be the next. Oh, telephone ringing. There's another customer. How many people do you scam every day personally? Or do you let your associates do the dirty work? Well, it depends. Most of it's not the same, you know? No, it's not the same if you do it yourself, that's right. But if you let your associates do the dirty work, you're also scamming them because they earn the money and you take it. It's not like a scam, but then again, I said, I'm not the owner, so I don't get anything at the end of the day. Oh, are you working there for free? Okay. Of course. That's so nice of you. That's so nice. Would you like to do interview right now? We have like 50. I'm not really like into that because honestly, we're doing interview. But my shift is ending. Oh, come on. You do get good reputation for your company. We are talking to you for more than half an hour. The last video I made was 1.5 you hour long. With my colleague. Yeah. Where do you find these useless idiots, by the way? They don't speak English, they don't speak German. Where do you find them and how much do you pay these idiots to work there? Tell me. Depends. It depends, like, do you find them on a graveyard? Do you pick them up from the hospital? Do you pick them up at refugee camps? Where do you get these people from? And who's training them to talk German? Wow, that's deep. Do they get their English and German from Kaugummi Automat? Or where do you get it from for them? Why don't you learn a proper job, buddy? Hello, this is Rakesh calling from Indian Embassy. How may I help you today, sir? Gut, das war's.